Hallo und herzlich willkommen bei der nächsten Bundesliga-FIFA-Orakel-Partie Frankfurt gegen Gladbach in Frankfurt. Das Bwin-Top-Spiel an diesem Wochenende, wenn ich richtig informiert bin. Eins, zwei. Vier, drei, zwei, eins. War's fertig? Ich denke. Ich weiß, dass ich jetzt schon. Die Gladbacher also mit dem Anstoß. Jetzt gilt's, das Spiel läuft. Hast du die Spiele von gestern schon hochgeladen? Nein. Auf dem Papier sieht's bei Ihnen heute nach einem 5-4. Raphael! Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Und er gewinnt den Zweikampf. Strobel. Geht vielleicht was für Gladbach. Westergaard. Nico Schulz. Er spielt den Steilpass. Jetzt hat er den Ball wieder. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Er kommt vor allem über das... Er setzt sich Mija Gacinovic. Er trifft den Pfosten. Und nun Raphael. Fängst du schon früh an? Ja. Das könnte eine Gelegenheit werden. Wundert dich das jetzt? Sie müssen schneller spielen. Dann könnten sie die Defensive überraschen. Hier steht der Verteidiger gut. Er hat den Ball. Da geht er vorbei mit dem Trick. Rebic. Da kann er ihn stoppen. Ja, der neueste Wechsel ist ja auch bekannt geworden. Nach dem letzten Orakel-Spiel. Du bist doch sonst immer hier voll informiert. Ja, war ich auch. Aber ich habe gerade Besseres zu tun. Ja, irgendwas sollten wir aber auch mal wieder sagen. Ne? Und ja, ich habe gestern genug gesagt. Also ja, für die nächsten 5 Wochen vermutlich. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Strobel. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Hast du was Besseres zu tun für die nächsten 5 Wochen? Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber ich sagte nur, ich habe für die nächsten 5 Wochen genug geredet in den Videos. Ach so. Das macht er gut. Branimir Gota. Das hatte doch was Besseres zu tun. Ocipka. Du meinst wohl eher in den letzten bist du genug ausgerastet. Da steht die Abwehr sicher. Ja, es ist quasi auch geredet oder geschrieben. Ich habe genug artikuliert. Omar Mascarell. Oh, der gewinnt den ja, sicher. Sorry. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Okay. Ein Kopfball. Was ist denn jetzt los?
Neue Ecke. Achso. Hermann! Joa. Den Finn hatte ich schon gar nicht mehr gesehen. Das ist aber ist wieder gefährlicher geworden, als er eigentlich war, fand ich. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Jetzt wird's gefährlich. Mann. Die Defensive steht. Strobel. Wendt. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Omar Mascarell. Er entscheidet schnell und richtig. Er gibt Vorteil. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und die Chance. Pfosten, aber es geht weiter. Das war wichtig, dass er da... Was war denn der zweite Schuss für so ein komisches Ding, ey? Tja, das wüsstest du wohl gerne, ne? Da holt er den Ball zurück. Jetzt mal die Gladbacher. Ich finde das ja lustig, da ich trotzdem so viele Chancen habe. Trotz was? Dass ich nur einen Stürmer vorne stehen habe. Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Stindl. Das heißt dann da gar nichts. Guter Zweikampf, er hat den Ball. Rebic. Branimir Gota. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Wird's jetzt gefährlich? Flanke geht zum Abwehr. Da kommt der Schuss. Da geht er leider Tor vorbei. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Und Raphael. Strobel. Spielt den Ball direkt zurück. Sie suchen die Lücke. Raphael! Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Und die Möglichkeit. Tor! Und damit führen sie hier. Super Timing der Gladbacher. Kurz vor der Pause kommt dieser Treffer. Und Wolf, das gibt nochmal extra Schwung für den zweiten Durchgang. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nun Hermann. Und Raphael. Und jetzt die Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke für Gladbach jetzt. Ja, klar. Pfeift den Vorteil nicht noch ab oder so? Quatsch, wieso auch? Und jetzt geht's hier weiter. Und nun Raphael. Geht vielleicht was für Gladbach. Mahmoud Daoud. Den hält er super. Und es gibt Eckball für Borussia Mönchengladbach. Hermann. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Nee. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt vielleicht. Da ist er durch, aber er behält die Nerven nicht. Das ist doch nicht normal, ey. Ich treffe nichts. Ja, bis dahin war es perfekt gespielt und dann fehlt vielleicht am Ende die Konzentration. Das könnte gefährlich werden. Ich weiß ja nicht, wer von uns dreimal das Alu getroffen hat. Schön gehalten. Ein guter Doppelpass. Ja, aber... Chandler. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball.
Einmal Alu ist knapper als die Kacke, die ich hier mir zusammen zauber. Ja, genau. Ist knapper. Da kann er ihn stoppen. Und Raphael. Klasse Tackling, da kommt er an den Ball. Blum. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so. Ja, sicher! Das war deutlich Ball gespielt, nichts ja sicher. Das könnte die Chance werden. Da geht er vorbei. Fairer Einsatz hier. Omar Mascarell. Chandler. Er findet den Mitspieler. Boah, das wär's gewesen, ey. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Diskutier nicht so viel. Jetzt doch noch verspätet, Gelb. Ja, macht er gut, genauso. Russ! Wichtig, den Ball hat er sicher. Branimir Gotha. Na toll. Foul, er schon gelb hat. Nee, war kein Ball, war kein taktisches Foul. Eigentlich. War alles andere als da gibt's kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Jetzt geht vielleicht was, es gibt Eckball. Da war die Rübe im Weg. Nico Schulz. Stindl. Sehr guter Einsatz. Jetzt Raphael. Gefährliche Flanke. Versucht's mit dem Kopf. Er versucht's mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da passt er auf. Rebic. Raphael. Dahoud. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Jetzt wird's gefährlich. Freistoß gegen die Rot. Kampere. Das gibt Rot. Warum? Weil du der letzte Mann vom Tor warst. Die anderen hätten doch. Da stand noch einer. Nein. Ich hab extra drauf geachtet. Doch. Ja, wenn du meinst. Er hält den Ball fest. Nach diesem Freistoß. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Abgesehen davon war das eine klare Torschance. Jetzt könnte es gefährlich werden. Mija Gacinovic. Das war die Chance. Das ist ein Drecksspiel, Alter. Wenn du immer dieselben Fehler machst. Der Abstand von mir war kürzer zum Tor als von deinen Leuten. Und damit bin ich dann eindeutig. Ja, sicher. Aber er bleibt dran. Mit diesen Fans im Rücken geht jetzt vielleicht nochmal was, oder Buschi? Ich glaube auch, das könnte hier nochmal eine ganz, ganz enge Kiste werden. Den Ball spielt er gut. Es müsste mal eine Zündung. Branimir Gotha! Es gibt Ecke, vielleicht eine gute Chance auf den Ausgleich. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Wieder verhindert er den Gegentreffer, ein ganz starker Auftritt. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Branimir Gotha. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt nochmal zittern, 5 Minuten sind es noch. Das war Ball. Wenn er da so reingeht.
dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Das war garantiert kein Ball. Meinst du eigentlich, dass ein 16er? Ob sie die Chance nutzen können? Ja, und deshalb hat er ja auch abgepfiffen. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Sie müssen ein Tor erzielen, aber hier wurde der Ball abgefangen. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Geht vielleicht was für Gladbach. Jetzt vielleicht. Mahmoud Daoud. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Janschke. Normalerweise macht er den doch, oder Buschi? Ja, also das haben wir auf jeden Fall schon ganz anders von ihm gesehen. Omar Mascarell. Chandler. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Und die Flanke hat er. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Wird's jetzt gefährlich. Problemlos hat er hier den Ball. Ach, ist das lächerlich. Schönen Tag noch, bis dann. Tschüss.